Hallo und willkommen zu einem neuen My Hero Academia Video. Heute befassen wir uns mit Season 3 Episode 2, wie ihr euch denken könnt. Aber vorher, bevor wir das Ganze hier starten, möchte ich noch eine kleine Kleinigkeit anmerken. Und zwar im letzten Review war es halt ein bisschen schwer, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, zwecks Folgen-Screenshots etc. raussuchen. Heißt also, ich habe im Hintergrund ganz die Folge laufen lassen mit sehr vielen Filtern, damit ich keinen Copyright Strike bekomme, und es war nervig. Ich konnte mit sehr wenig Bildern nur arbeiten, wie ihr mitbekommen habt. Heute ist das etwas anders geregelt. Nach ewiger Suche habe ich zwei Seiten gefunden, die ein paar Screenshots der Folge anbieten. Wirklich ein paar nur. Also habe ich von beiden Seiten ein bisschen was rausgesucht. Es ist besser als nichts. Heute kann ich ein bisschen besser veranschaulichen, über was ich denn genau rede. Heißt, das könnte ein bisschen angenehmer werden vom Ansehen. Ich mich also, falls euch die neue Art gefällt, jetzt wieder mit Bildern zum passenden Text, den ich halt sage, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet am Ende. Beziehungsweise auch die Glocke, weil ich habe ungefähr 3 Kommentare wieder bekommen, dass die Leute dieses Video gar nicht mitbekommen haben, sondern erst durch den Stream. Wir kennen YouTube inzwischen. Heißt einfach, falls ihr Bock auf sowas habt und das nicht verpassen wollt, Glocke anmachen. Liegt in eurer Hand, würde mich nur freuen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Staffel 3, Folge 2. Kam am Samstag raus, wenn ich mich nicht irre. Habt ihr es aber jetzt gesehen, Sonntagmorgen, so aufgestanden, habt ihr die Folge mal angemacht, weil ich Samstag da keine Zeit dafür hatte. Ich habe ja gestreamt noch. Und langsam geht's richtig los. Die erste Folge, das wissen wir alle, das war halt nur so ein Recap-Ding. Ist jetzt auch keiner mehr drüber gewesen. Ich jedenfalls nicht. Und jetzt haben wir den Start der Klassenfahrt, beziehungsweise des Sommercamps. Verzeihung, es ist keine Klassenfahrt. Naja, doch, schon fast. Wurde in der zweiten Staffel ja schon angerissen und in der ersten Folge nochmal thematisiert. Die gönnen sich nochmal ein bisschen Spaß, bevor sie jetzt auf dieses Sommercamp-Ding gehen, wo sie ordentlich trainieren sollen. Heißt, hier geht's los, sie stellen sich auf, der Bus steht da. Und direkt am Anfang gibt's auch ein kleines Gespräch. Es ist ziemlicher Klassiker, meiner Meinung nach schon. Jetzt habe ich mir ein Wiki im Hintergrund aufgemacht, damit ich den Namen habe. Heißt, lol, die hat doch einen Spitznamen, oder? Ochako? Die heißt doch anders. Moment. Uraraka, genau, so wird sie nämlich genannt. Ich wollte schon sagen, ich stehe in die Vornamen. Uraraka, nämlich auf dem Weg zu Midoriya, und es ist der Klassiker. Ich glaube, das war schon bei ihrer ersten Begegnung so halt ein kleiner Flashback gewesen. Er direkt ganz rot, viel zu nah dran. Und weil er so rot wird, hat sie dann auch einen kleinen Flashback zur Staffel 2. Da hat nämlich der, Gott, wie hieß denn der? Der steht jetzt nicht auf der Seite. Der Dude, der Laser aus seinem Bauch schießt. Der ist halt kein wichtiger Charakter der Serie, deswegen wird er hier auch nicht genannt. Jedenfalls, er hatte sie ja darauf angesprochen bei einer Übung, ob sie denn irgendwie auf Midoriya stehen würde. Wohin sie dann Flashback kriegt gerade und sich dann zurückerinnert und dann auch ziemlich rot wird. Und um diese Peinlichkeit irgendwie runterzuspielen, macht sie dann einen ganz behinderten Tanz und einfach so, yeah, wir fahren auf Klassenfahrt, so. Ich feiere den Humor von der Serie einfach. Dass die alle so richtig, die können alle richtig stark ernste Helden sein, richtig krank strong werden, aber dann haben sie solche, gönnt euch ihn einfach hier mal rechts. Er kann so badass sein, aber in der nächsten Sekunde einfach solche Gesichter machen. Vor allem, wenn er auch seine Kraft eingesetzt hat, ist er ja ziemlich weak. Zeige ich in der Folge auch nochmal in der Review. Jedenfalls startet es damit, dass sie halt in ihr Feriencamp fahren. Aber switcht dann zur Schurkenliga. Das erinnert mich an diese alte Super-RTL-Serie. Switcht dann zu ihm hier. Der hat auch schon wieder neue Pläne, was natürlich klar ist. Die wollen ja jetzt natürlich richtig loslegen. Hat neue Sachen, neue Dudes rekrutiert. Und wie es aussieht, hat er sich jetzt, ich weiß nicht genau, es hieß, dass sie noch nicht ganz fährt, dass sie nicht ganz so gut aussehen, wie er erwartet hat. Weil er sie so schnell haben wollte. Also der Duty hat was gebracht und meinte, sie sehen nicht ganz so gut aus, weil du so schnell was wolltest davon. Was da es jetzt haben wollte, ich weiß es nicht genau. Also entweder habe ich gedacht, er möchte seine komischen Kreaturen da haben, die so stark sind wie All Might circa. Nein, ein bisschen schwächer schon. Diese schwarzen Dinger halt mit riesigem Mund. Entweder die oder ganz am Ende der Folge wird auch nochmal was angesprochen halt, dass seine Rekruten da irgendwie eine Lieferung bekommen. Vielleicht sind es auch Outfits, ich weiß es nicht. Weil am Ende wird eine Lieferung angesprochen und die seine Schurkenkollegen hier von ihm meinen, dass sie das jetzt schon ausprobieren wollen. Also entweder redet unser Zigarettenfuzzi hier von den Viechern oder von einem Outfit für seine Schurkenkollegen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich das Outfit, so wie das Ende war. Aber im ersten Moment dachte ich an diese Viecher. Aber egal, schwenkt zurück zur Klassenfahrt. Angekommen, naja, fast angekommen. Als sie aus dem Bus aussteigen, werden sie von den, ich glaube, das waren die Pussycats, wie sind die? Ich habe gedacht, ob die Folge vielleicht eine falsche Übersetzung hatte, aber nein, die nennen sich im Anime tatsächlich so, auch auf Englisch. Im Japanischen wird ja gerne mal auf Englisch auch gesprochen, weil sie die Sprache cool finden, aber Deutsch genauso, sieht man an Attack on Titan. Jedenfalls werden sie von den beiden begrüßt und, ja, dem kleinen Knirps daneben. Da war ich erstmal neugierig, ob er vielleicht auch eine Kraft hat, die ihn einfach kleiner macht, aber nein, es stellt sich daraus erstmal ein Kind, keine Sorge.
Die beiden begrüßen sie und natürlich hat keiner einen großen Plan, was das soll, außer Midoriya, weil er natürlich das Logbuch führt, wo einfach jeder Held drin ist. Es ist egal, wie aus dem Nichts er kommt, er hat davon schon mal gehört. Ist dementsprechend natürlich ziemlich hyped. Dann wird er auf das Kind eingegangen, weil ich habe mich gefragt, wer ist das? Ich dachte irgendwie, vielleicht ist es ihr Boss oder ein Partner von denen, der einfach nur jung aussieht, weil er die ganze Zeit so böse... Nein, es ist tatsächlich ein Kind. Ich glaube, das war der Cousin von den beiden. Der Cousin. Es ist einfach tatsächlich nur ein Kind, was... Es sieht für mich aus wie eine Mischung aus Little Midoriya und Little... Wie ist der? Katsuki, genau. Sieht aus wie eine Mischung aus den beiden. Meiner Meinung nach kommt später noch ein Shot, der das sehr schön zeigt. Naja, so viel dazu auf jeden Fall. Die Truppe muss jetzt, anstatt im Bus weiterzufahren, den Walter im Hintergrund nehmen, die ihr seht. Heißt, alle dürfen nicht mehr in diesen Bus einsteigen, sondern müssen, ich glaube, das waren... Okay, Kilometer wurde nicht gesagt. Es wurde gesagt, um die 3 Stunden werden sie wahrscheinlich brauchen, um anzukommen. Und sie mussten laufen. Nicht nur durch einen normalen Wald. Der Wald ist ein bisschen anders. Es ist erst voll mit Monstern. Das sollte auch anders sein. Es ist halt kein Sommercamp oder sowas. Es soll einfach Training sein. Heißt, sie werden direkt in der 2. Folge schon mit Monstern konfrontiert, was ich sehr, sehr nice finde. An der Stelle auch ziemlich nice. Der kleine Dude hier. Mir ist sein Name immer noch ziemlich egal, müsst ihr wissen. Mich nervt seine Persönlichkeit nur so sehr. Es gibt immer einen Perversen irgendwie, aber er ist einfach... Er ist nervig. Seine ganze Mimik ist oft ziemlich nervig. Er musste pinkeln und hat es, Spoiler, nicht geschafft. Nicht, normal geschafft. Er wollte sich an den Baum stellen und der Baum wollte sich dann eher an ihn stellen. Aber ist kein Ding, Midoriya ist natürlich strong as fuck. Und geht dazwischen. Der Typ hat sich in der Zeit übrigens eingepinkelt, deswegen heult er auch so. Selbst in so fucking er, gönnt euch das einfach mal. Dieser Shot, so episch. So ein Baummonster gegen Midoriya und er rechts in der Ecke. Wie schafft man das? Wieso? Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht, wieso man das was macht. Ich finde es einfach geil. Einfach in der ernsten Lage noch so ein kleines Hintertisch offen zu lassen. Aber dann geht die Folge jetzt richtig los, meiner Meinung nach. Weil dann geht der Fight los. Und hier haben wir erstmal einen richtig nice Shot bekommen, wo der gute Midoriya Izuku One for All aktiviert. Naja, plus Ultra. Er schafft es ja inzwischen einzusetzen. Das habe ich auch schon quasi ein bisschen verdrängt gehabt, weil es wurde so oft eingetrichtert, dass er mit seiner Kraft nicht umgehen kann. Und dann auf einmal setzt er sie einfach ein. Das finde ich ziemlich lit. Dass er damit jetzt auch kämpfen kann. Wir haben in der 2. Folge also direkt ein paar nice Kampfszenen. Midoriya kämpft. Ja, nennen wir ihn mal Sugarman kämpft. Das war der Typ, der stärker wurde, wenn er Zucker genommen hat. Ah, den ich vorhin erwähnt hatte. Jedenfalls alle kämpfen sich jetzt durch diesen Wald durch. Das ist recht nice. Aber es ist halt nur eine kleine Trainingsaufwärmsequenz. Heißt, wir haben da so 2 Minuten einfach nur Kampf, wo sie versuchen sich durchzukämpfen. Naja, hier ist davon ziemlich angewidert. Wieso, weshalb, warum, erfahren wir auch noch in der Folge. Aber irgendwie hat er wohl nicht wirklich so... Er hat keinen Bock auf Helden. Wie gesagt, 2 Minuten später circa sind wir dann auch schon in der Folge ungefähr 5 bis 6 Stunden später. Weil es hieß, wenn sie nicht innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, war das jedenfalls, um 12 Uhr fertig sind durch diesen Wald, gibt es kein Essen mehr. Ich glaube, sie haben das Doppelte oder sogar mehr gebraucht. Und kamen dann ziemlich, ziemlich fertig aus diesem Wald raus. Im Endeffekt wurden sie auch nur verarscht. Es gibt natürlich Essen. 2 Stunden war das, was die Profi-Helden gebraucht hätten, um da durchzukommen. Dass die hier länger brauchen, ist natürlich schon klar. Aber Midoriya wird natürlich liebevoll begrüßt von dem kleinen Kind, was ich schon erwähnt hatte. Es gibt einen Tiefschlag. Er hat sich dem Kind vorgestellt und hat einfach direkt einen Tiefschlag kassiert. Es war so random, dass ich auflachen musste. Vor allem der Klassensprecher wieder dazwischen grätscht und meint, du kannst das nicht tun, wieso hat das Kind ihm in die Hoden gehauen? So war die Übersetzung im Deutschen, ich weiß nicht, auf Englisch hat er Balls wahrscheinlich, aber dass sie diese Wortwahl gewählt haben, fand ich auch lustig. Nicht, dass er Eier gesagt hat oder sowas einfach. Jedenfalls Midoriya hat ordentlich kassiert. Ja, jetzt fragt man sich natürlich immer mehr, warum dieses Kind so fucking pissed auf die ist. Er kennt die nicht mal. Naja, kurzer Umschwenker, Midoriya geht's besser. Die sind jetzt alle beim Essen. Schon wieder links an der Seite. Guck mal, wie er diesen Shot versaut. Seine Mimik ist zu genial. Ich verstehe es nicht. Midoriya fragt sich jedenfalls, warum dieses Kind so verdammt sauer ist. Aber darauf wird in der späteren Folge auch nochmal zu sprechen gekommen, Gott sei Dank. Wieder Schwenker zur interessantesten Szene für vielleicht einige von euch. Es geht ins Bad. In Japan sind die Bäder ja ein bisschen anders aufgestellt. Die haben immer so Spa-Bereiche, wo sie alle so zusammen chillen. Es gibt nicht so irgendwie, jeder geht einzeln duschen. Nein, jeder chillt sich so in einem Bad zusammen. Also gibt es eine Badeszene. Natürlich nur auf die Jungs gezeigt wird, weil das soll ja ein kinderfreundlicher Anime werden. Nein, nein, nein. Und... Wie kann es nicht anders... Ich wusste einfach, es war so klar, dass das passiert. Er möchte sich natürlich auch mal umsehen bei dem Mädchen-Dreamen-Bereich. Ich hasse seine Mimik so sehr, wirklich. Möchte dementsprechend über die Wand rüberklettern und... Der kleine Bub, der kleine Heldenhasser hier, schiebt Wache. Schiebt Wache. Dementsprechend gibt den einfachen... Ich finde die Leiter übrigens sehr geil, dass er hier... Die sind ungefähr gleich groß. Ich glaube sogar der Lilane hier ist kleiner. Er gibt ihm einfach einen Kick. Er bewacht die Seiten, dass keiner rüberkommt und... Unser Tüti macht einfach mal
Schwarze Side-Face-Sitting mit dem Glas. Das war ziemlich vorhersehbar. Einfach wenn, immer wenn einer nackt irgendwo runterfällt, landet er auf irgendeinem. Im Gesicht oder einfach nur auf hier. Es ist eine Anime-Regel. Wenn einer irgendwo einen nackten Körperteil hat, landet er auf irgendjemand anderen. Das ist eine Regel und das ist eine ziemlich. Es ist immer dumm, sowas anzusehen. Das ist schon ziemlich alt, denn so gut wie jedem Anime gibt es irgendwo mal eine Szene, wo irgendeiner so auf einem landet. Okay, in jedem Anime, der irgendwie was mit Schule zu tun hat. Verzeihung, in sowas wie Naruto passiert das jetzt natürlich nicht. Aber auch hier richtig, richtig lustig. Nichtsdestotrotz haben wir nicht nur diese Szene. Hier übrigens sitzen die alle mit einem Handtuch im Wasser, was mir irgendwie ziemlich unangenehm wäre, weil das Handtuch wird doch voll nass und beim Rausgehen und... Das sollte man nutzen, um sich abzutrocknen. Das soll nicht mit nass werden. Kauft euch Badehosen. Jedenfalls trotzdem, damit der Fanservice erfüllt wird, waren die Macher natürlich so nett und haben auch diese Szene mit reingepackt. Ja, auch die Girly-Seite wurde gezeigt. Ich glaube, das sind doch ungefähr die 1, 2, 3, 4, 5, 6, Verzeihung, 6 Charaktere, die Leute am meisten interessiert. Der Rest wurde rausgelegt. Gibt es überhaupt mehr? Ja, guck mal, ich weiß ja nicht mal, ob es mehr gibt, weil der Rest einfach so, wo es irrelevant ist. Die Fanfavoriten, ja, 6, weil im Hintergrund ist noch unser unsichtbares Girl. Der kleine Junge guckt jedenfalls rüber. Wird dann, wie sollte man reagieren als kleiner Junge, wenn man sowas auf der rechten... Er ist schockiert, kriegt dieses kranke, klassische Anime. Boah, ich kipp gleich um, Nasenbluten-Zeugs. Midoriya rettet ihn. Er fällt von der Plattform runter. Midoriya springt dazwischen und rettet ihn und bringt ihn zu seinen... Oh Gott, was waren das jetzt? Tanten? Naja, zu seinen nächstliegenden... Zu diesen beiden Eulen da. Der ist nämlich gerade ohnmächtig geworden und muss sich jetzt erstmal holen. Und dann kommt einfach die schrägste Szene, die es gab bis jetzt. Er steht da, halbnackt mit einem Handtuch, was gerade so ist, dass es gerade so alles bedeckt. Und er steht da einfach neben mir und die unterhalten sich jetzt die nächsten 5 Minuten. Das war fucking schräg. Er stand da einfach, als wäre es nichts und sie... tun einfach beide so, als die, bitte hättet ihnen nicht irgendwie eine Hose geben können, eine normale. Diese Szene fand ich so verdammt schräg, ihr glaubt es gar nicht. Naja, wir erfahren ein bisschen was von der Vergangenheit des jungen Burschen. Hier nochmal der Shot, den ich meinte vorhin. Er sieht so verdammt aus wie eine Mischung aus Midoriya und Katsuki, das ist unglaublich. Wirklich krass, das fand ich wirklich krank. Jedenfalls wird dann erzählt, warum er Helden nicht leiden kann. Als er ein kleines Kind war, seine Eltern waren Helden, sind bei einem Kampf gegen den Bösewicht ums Leben gekommen. Alle haben seine Eltern gefeiert, aber er hat halt nicht verstanden, warum sie so, seine Eltern haben ihn im Stich gelassen, so hat er es gesehen. Seitdem schiebt dann Hass auf Helden allgemein, dass sie sowas tun und nicht an andere denken, dass er einfach außen vor gelassen wurde. Ist verständlich. Ist nicht irgendwie so, dass ein Held ihn seine Eltern nicht retten konnte oder dass ein Held ihn nicht retten konnte. Nein, seine Eltern waren Helden und jetzt hasst er sie. Finde ich eine ganz gute Hintergrundstory. Besser als so ein 0815 Zeug. Verstehe ich. Und wie gesagt, er sieht aus wie eine Mischung aus den beiden, finde ich interessant. Wird auch angemerkt, dass er ein bisschen Katsuki ähnelt. Wie ist das so? Ja, genau. Nein, nachdem ihr das erfahren habt, geht das Training jetzt erst richtig los, laut Eraserhead. Zum Start sollen sie, bevor sie jetzt loslegen, noch einmal der Ball von der dritten, vierten Folge vielleicht. Katsuki soll den werfen, um zu sehen, wie weit er jetzt denn kommt im Vergleich zum ersten Wurf. Das Ergebnis ist schockierend. Er hatte beim ersten Mal wohl 740 Meter, jetzt ist er bei 709 Metern. Heißt, Eraserhead wollte hier nochmal klar machen, dass sie sich zwar, was allgemein Taktik und so vielleicht verbessert haben, allgemein dieses Wissen über... was Helden da sein, aber ihre Kraft hat irgendwie weniger entweder abgenommen oder ihre Kraft hat sich nicht groß gesteigert, weil sie haben sich nur auf das, wie nennt man das denn? Naja, auf den nicht, Mann, ich habe das Wort dafür gerade nicht. Sie haben sich aufs Lernen quasi konzentriert und nicht darauf wirklich ihre Kräfte auszubauen. Sprich, darum geht es jetzt wohl in dieser Staffel beziehungsweise in den ersten Folgen, dass sie nun auch an ihren Kräften arbeiten sollen und das gefällt mir ziemlich gut, weil das heißt, dass wir in den nächsten Folgen sehr, sehr, sehr viel Helden-Action sehen werden. Mit sehr viel Fights, sehr viel auf die Fresse und sehr vielen coolen Moves. Darauf hoffe ich. Und somit endet auch die Folge. Heißt also, in der nächsten Folge werden wir direkt reingeworfen, hoffentlich in ein nices Gemetzel. Ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Aber wie gesagt, das war's mit der Folge. War recht viel reingequetscht, wie ihr sehen könnt, das Video ist auch länger als das letzte. Dafür, dass in dem letzten halt so viel nur Revue passiert lassen wurde, wurde hier sehr viel Kontext eingebaut, sehr viel Input reingesteckt, meine ich. Gefällt mir. Wir haben einen neuen Charakter, wir haben 3 neue Charaktere bekommen. Einen mit der kranken Hintergrundstory, 2 Heldinnen, die ein bisschen was ihr Alter angeht, so. Naja. Das sind so eine Eulen, die halt nicht damit klarkommen. Ja, egal. Das habe ich extra nicht erwähnt, weil es nicht so wichtig ist. Das müssen wir jetzt hier auch nicht aufgreifen. Also wir haben einen neuen Charakter bekommen mit der kranken Hintergrundgeschichte, 2 normale neue Charaktere. Wir haben nice Kampfszenen gehabt. Wir haben eine Aufbereitung gehabt für die nächste Folge, damit wir wissen, was von Zukunft. Das war eine gute Folge. Es war jetzt nicht eine kranke Folge, wenn ich sie bewerten müsste, so, ja komm, 7 von 10. Sie hatte nichts Schlechtes an sich, sie hatte nichts... 7 von 10, weil die eine Gesprächsszene war schon komisch, aber sie war eine durchgehend solide Folge, würde ich sagen. Ja. Dementsprechend war es das mit dem heutigen
My Hero Academia Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und oder ein Abo bzw. die Glocke. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge so fandet. Vor allem, wie ihr diesen Moment fandet einfach. Ich kann nochmal zurückgehen. Zip. 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 Ich find's gut, dass er immer wieder zu dem geht. Diesen Moment einfach fandet, wo er... Ich verstehe das nicht. Wieso hat man das getan? Vielleicht ist das in Japan normal, dass man sich so unterhält. Ich weiß es nicht. Ha. Vor allem, die sind sich fremd. Egal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet und unter anderem genau diesen Moment. Würde mich mal interessieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokamette-Video wieder. Bis dann, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao!